Hallo, liebe Shisha-Freunde. Wir haben heute mal wieder ein neues Experiment für euch. Und zwar brauchen wir heute Tee in der Shisha. Ganz normalen, einfachen Tee, den man zum Trinken benutzt, womit man sich einen schönen Tee zubereiten kann. Rauchen wir heute in der Shisha. Wie machen wir das Ganze? Wir werden das Ganze mit Molasse mischen. Dann werden wir es ein paar Stunden einziehen lassen. Also ich mache jetzt um 12:55 Uhr circa das Video. Dann werde ich heute Abend den zweiten Teil aufnehmen. Da werde ich das Ganze dann in den Kopf schütten. Und wir das Ganze dann rauchen, also ein bisschen einziehen lassen. Und jetzt ist erstmal die Vorbereitung, Freunde. Jetzt werden wir das Ganze mal anmischen. Erstmal schöne Grüße an Shisha Schmidt, der hat das, glaube ich, auch letztens gemacht. Und hat auch relativ in Ordnung funktioniert, sage ich mal. Deswegen will ich das Ganze selber einfach mal probieren. Und dass dieser scheiß Stuhl knarrt, ist irgendwie doof. Und man sieht, dass ich derzeit bartlos bin, weil ich mich mal wieder verschnitten habe. Aber gut, so ist es halt. Ich habe mir einmal den guten Teekanne besorgt. Earl Grey, ne? Und den werden wir einfach hier in so eine alte Dampfsteinedose geben. Da geben wir mal so ein bisschen was rein. Der ist bloß sehr kleinkörnig. Also ich weiß noch nicht, in welchem Kopf ich das verwende. Sieht schon wirklich sehr kleinkörnig aus, sag ich mal. Und riecht auch gar nicht schlecht. Earl Grey habe ich eigentlich noch nie getrunken, muss ich sagen. Ist auch so eine Sache. Muss ich mal probieren. Was war denn das für eine Kopfbewegung? Ne, dann nehmen wir noch hier den guten grünen Tee. Zitrone. Schneiden wir einfach mal auf hier die ganze Sache. Und schütten das einfach auch mal mit rein. Gucken, ob das was wird. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wird das was oder wird das nichts? Freunde, was sagt ihr? Wird das was oder wird das nichts? Bin sehr gespannt auf eure Meinung, Freunde. Dann haben wir hier noch einen Pfefferminztee natürlich. Den schütten wir mal hier auch noch rein. Einen guten Pfefferminztee von Real. Hashtag kleine, keine Produktplatzierung. Nicht kleine, sondern keine Produktplatzierung. Schneiden wir einfach mal auch hier oben auf. Schütten den hier einfach mit rein. Alter, das sieht aus wie. Uiuiui. Riecht nicht ganz so geil, so verschiedene Teesorten zusammen, aber mal schauen, was es bringt. Funktioniert oder funktioniert es nicht? Ich bin extrem gespannt, wie gut es rauchen wird. Vor allem, weil ich es noch ein bisschen einzeln lasse. Ich werde es auch mal umrühren. Aber schauen wir mal. Gehen wir mal die letzten noch hier rein. Und das sollte dann an sich reichen. Da kommt ja noch Molasse raus. Schön, dass alles daneben kommt. Ah, da kommt ja noch Molasse rauf. Jetzt ist hier drin. Persischer Apfel, glaube ich. Genau, persischer Apfel, grüner Tee, Pfefferminztee und Earl Grey. Also eine schöne, sage ich mal, Kräutermischung. Und wenn man das hier einmal schön vermengt, riecht halt wirklich nicht mehr so geil. Ne? Wenn man das hier schön vermengt, sieht das Ganze so aus. Ne? Jetzt gehen wir hier noch ein bisschen Molasse rauf. Die gute Love 66 Molasse, die schon für so viel hingehalten hat. Jetzt werden wir sie noch dafür probieren, sage ich schon. Machen wir mal einfach mal gut voll hier, die ist auch bald alle. So, dass es einfach gut feucht ist. Und hier vielleicht ein bisschen Molasse aufgenommen wird. Habe ich hier jetzt was zum Umrühren? Eigentlich nur ein Schraubendreher. Ich habe keine Zange hier. Nehmen wir einfach mal die Kohlenzange, obwohl. Ja, probieren wir einfach mal hier schön umrühren. Oh, da muss definitiv mehr rein. Das ist noch viel zu trocken. Das ist noch viel zu trocken. Aber es sieht schon sehr interessant aus, muss ich sagen. Also vom Ansehen sieht es schon sehr interessant aus. Sollen wir noch ein bisschen hier raufkippen? Machen wir einfach die ganze Sache mal alle. Muss ich einfach mal neu holen für solche Videos. So, Freunde. Das sieht meiner Meinung nach richtig skurril aus. Es sieht aus wie richtig feiner Tabak, aber irgendwie, ja, ich weiß noch nicht, in welchem Kopf ich das rauchen werde, aber ist ja egal. Also im Grunde sieht das Ganze jetzt sehr gut vermengt so aus. Und das werden wir gleich in den Kopf gehen. Für mich ist es 10 Stunden später, für euch ist es der nächste Schnitt. Also, Freunde, gehen wir die ganze Sache mal in den Kopf und schauen, wie das Ganze schmeckt. Riechen tut es auf jeden Fall nicht schlecht. So, Freunde, ich bin wieder zu Hause. Und schauen wir uns die ganze Sache mal an, wie ich es noch angemischt hatte. Also. Ich sag mal, es sieht ein bisschen eingezogener aus, jetzt nicht perfekt, so es ist immer noch übertrieben feucht. Wahrscheinlich ein bisschen wenig genommen, man hätte ein bisschen trockener die ganze Sache gestalten können, aber gut, ist mir auch relativ egal. Drei Kohlen stehen bereit, die Pfeife steht bereit, was zu trinken steht bereit. Wir werden das Ganze jetzt in den Kopf geben und dann werden wir die ganze Sache rauchen. So, ne, würde ich mal so sagen. Wir rauchen im Cars Apo übrigens und da habe ich so ein wie heißt es, Seflex, genau so heißt das Sieb. Vorher nochmal ausgewaschen und dort werden wir die ganze Sache jetzt einfach mal reingeben, so dass ihr es vielleicht auch seht, ohne dass ich mir vielleicht die Hose dreckig mache.
Lass mal die ganze Sache einfach mal hier so reinfallen. Ich hoffe, man sieht es vielleicht. Ein bisschen komische Handhaltung hier, aber einfach so ganz locker da reinfallen lassen und dann in den Chaos Apo und dann Kohlen rauf und dann probieren wir das Ganze mal. Ich werde jetzt auch einfach keinen Schnitt mehr setzen, weil, ja, so glaubt ihr mir das auch. Ne? Könnt ihr immer noch reinschreiben, glaubt ihr, dass es was wird? Glaubt ihr nicht, dass es was wird? Würde mich mal sehr gerne interessieren, ob ihr denkt, dass es was wird. Und natürlich Daumen hoch nicht vergessen, Freunde. So, einfach ganz normal rein hier. Ich sag mal, ich hätte auch ein bisschen mehr nehmen können, weil, guck mal, falls ob dieser Chaos Apo ganz schön viel nimmt. Also, als wenn er ganz schön viel Tee nehmen würde. So, die Finger sehen natürlich aus wie Sau. Schlimmer, als wenn man hier mit Tabak hantieren würde. Aber ich sag mal, das geht schon. Ja, das Ganze sieht jetzt hier so aus. Aus wie dunkler Tabak, aber so sieht das Ganze aus. Jetzt werden wir das Ganze mal hier oben rauf machen. Machen wir kurz die Hände sauber. Und dann probieren wir das mal aus. Ich bin extrem gespannt, ob das Ganze denn was wird. Jetzt muss ich irgendwie hier die Finger noch schnell wieder sauber kriegen. Aber das kriegen wir doch schon irgendwie hin. Gut. Und meine Hände riechen jetzt nach Love 66. Also die Sache ist hier fast komplett leer. Hat perfekt ausgereicht, muss ich sagen. Dennoch die Kaminhaube rauf. Schauen wir mal, wie es vom Durchzug ist. Ob es gut gebaut ist. Kann man mit arbeiten, würde ich sagen. Dann nehmen wir uns die Kohlen. Drei Stück. Boah, jetzt sind meine Hände so verschmattert hier, wie ich das hasse. Jetzt ist die Frage, wie ich das mache. Aber gut, nehmen wir einfach mal so auf. Und dann nehmen wir uns mal hier drei Kohlen, nicht so wackeln bitte. Uiuiui. Und zack. So, Kohlen liegen auch drauf. Handy hier mal zur Seite legen. Und dann, ja, lassen wir das mal kurz liegen. Und dann probieren wir die ganze Sache mal aus. Ich bin gespannt, ob das Ganze das speichert. Wir hatten ja mal Molasse pur probiert. Da hat es ja gar nicht so geklappt. Vielleicht kann Tee das ein bisschen speichern. Auf jeden Fall wäre das, glaube ich, eine nikotinfreie Variante. Weil, ja, in Tee ist jetzt kein Nikotin drin, das würde mich sehr, sehr wundern, wenn da Nikotin drin wäre, aber kann ja sein, dass es was wird, also ja, ob es überhaupt was wird, ob es überhaupt gut rauchen wird. So, können wir mal den ersten Zug nehmen, Freunde. Kommt halt nichts, das war mir auch gut klar. Immer noch nicht viel, aber wahrscheinlich muss das Ganze jetzt erstmal heiß werden. Der Aufsatz, der lag auch draußen, also Kaminhäubchen lag drin, aber der Aufsatz, für wo die Kohlen drauf sind, also das Sieb, das lag draußen. Es kann sein, dass es deswegen vielleicht ein bisschen kühler ist und das erstmal heiß werden muss. Oh, man sieht schon ein bisschen mehr. Aber noch nicht so viel. Also ich will noch ein bisschen mehr sehen. Denn wenn ich sage, ich sehe ein bisschen mehr, dann bin ich damit zufrieden mit meinem Ergebnis. Weil man bewegen sich in meine Zangen. Schmeckt jetzt nicht unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also schmeckt jetzt überhaupt nicht unangenehm. Es schmeckt halt nach Love 66, nach der Molasse. Ich würde aber nicht sagen, dass es unangenehm ist. Also schmeckt ganz normal wie Tabak halt. Bloß da fehlt irgendwas. Das ist halt, denke ich mal, dieser Tabakgeschmack. Beziehungsweise dieses Nikotin, dieses bisschen, was da drin ist. Oh, damit kann man auch schon arbeiten. Kohlen liegen zwar fast komplett in der Mitte, aber es braucht definitiv länger als mit Tabak. Das muss ich schon mal feststellen, weil bei Tabak, da sage ich mal, ich lege die Kohlen drauf, nehme ich vier Züge und das Ding ist an. Jetzt habe ich bestimmt schon 10, 15 Züge genommen, die ihr schon gesehen habt. Hier vielleicht lasse ich ein paar im Schnelldurchlauf durchlaufen, weil es wahrscheinlich einfach langweilig ist. Aber es funktioniert schon mal so halb. Schmeckt jetzt nicht eklig, es kommt so eine leichte Teenote hoch. Das ist halt so, was mich ein bisschen verwundert. Ich kann mal kurz pusten hier. Scheißegal, ob hier überall Asche rumliegt, mache ich nachher sauber. Ja, es raucht in Ordnung, würde ich sagen.
Ich würde mal sagen, mache trotzdem einen kleinen Cut. Ich werde die Pfeife und alles nichts bewegen, so damit ihr glaubt, dass das hier wirklich alles gleich ist. Und ich ziehe mal noch ein bisschen und schau mal, ob es noch besser wird als das, was wir bisher gesehen haben, Freunde. Ich sitze eigentlich immer noch da wie in der gleichen Position wie gerade eben. Die Pfeife steht noch genauso da. Also ich ziehe das hier wirklich durch und schaut euch mal bitte kurz den Rauch an. Ich würde sagen, damit kann man arbeiten. Das raucht so wie normaler Tabak. Und es schmeckt bisher nicht verkehrt. Also ich habe hier keinen Kratzen, ich muss nicht husten oder sonst was. Es drückt nichts im Hals, es schmeckt halt wirklich wie Love 66. Und irgendwas ist so dahinter, was ich nicht ganz deuten kann. Das kann halt dieser Teegeschmack sein. Aber es klappt und das halt gar nicht schlecht. Ich bin manchmal schon selbst überrascht, was doch so alles möglich ist, weil der Tee funktioniert ja als Trägerstoff, sage ich mal, und der trägt ja so gesagt jetzt die Molasse. Und dass es doch so gut funktioniert, jetzt nicht nach so einer langen Zeit, finde ich schon höchst interessant. Aber funktioniert. Kann ich nichts anderes sagen. Jetzt weiß ich übrigens, was für eine Note durchkommt. Pfefferminztee. So eine richtige Pfefferminztee-Note durch, was eigentlich gar nicht scheiße schmeckt mit Love 66. Auf jeden Fall ein sehr, sehr witziges Experiment, Freunde. Was man auf jeden Fall mal ausprobieren kann, weil irgendwie, ja, ist so wie Tabak. Also man schmeckt halt die Molasse. Es ist halt nicht ganz das Tabakgefühl, als wenn ich jetzt Tabak rauchen würde, aber es funktioniert, sag ich mal. Ist schon höchst interessant, Freunde. Ja, ansonsten, wenn euch das gefallen hat, so eine dumme Experiment, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Checkt selbstverständlich die Links in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns doch beim nächsten Mal wieder. Ich denke mal, ich werde hier den Kopf noch genüsslich ein paar Stündchen weiter rauchen, ne? Weil das gut läuft. Nein, Spaß beiseite, Freunde. Ich werde das Ding wahrscheinlich wieder ausmachen, weil da haue ich mir doch lieber einen Tabak rein. Der bringt mir immer noch ein bisschen viel mehr, beziehungsweise schmeckt irgendwie noch ein bisschen geiler. Und ja, Freunde. Bis dann, mach's gut. Ich wünsche guten Rauch, liebe Schiefer-Freunde.